Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 1. Das letzte Mal haben wir erneut die alte Mine betreten, auf der Suche nach Minecrawler-Sekret. Und was uns hier erwartet, werden wir uns doch gleich mal ansehen. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal zu Ian, dem Chef der Mine, und fragen da mal nach, was Sache ist. Der wird uns sicherlich schon weiterhelfen. Wir werden dieses Mal, das kann ich euch auch versprechen, endlich einmal sehen, was sich so in dieser Mine noch alles befindet. Außerdem ein paar jämmerlichen Abschnitten, die wir gesehen haben, sag ich mal. Hui. Wir erinnern uns auch an hier, wo wir die Truhe geöffnet haben. Mit dem Schlüssel, den wir von Snipes gekauft haben. Und allerlei anderen Schabernack, den wir so trieben, als es uns das letzte Mal hierher verschlug. Der obligatorische Sprung aufs Dach muss auch jedes Mal sein. Ja, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Ach, na komm, was soll's dann? So, sprechen wir mal hier mit Ian. Hallo. Hör auf, Bier zu trinken. Sprich mit mir. Hallo. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Da steht er erst genau so. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Er ist genauso zahnratlos wie wir. Haha. Naja, gibt also noch einen alten Stampfer irgendwo in einem Nebenschacht. Und der werte Herr ist seit Stunden zu faul, da selbst nachzuschauen. Naja, erstmal, was jetzt ein tiefes Bedürfnis ist, sind diese Scheißviecher hier hinten. Ja? Diese Mistbiester, die mich das letzte Mal so zu Tode erschrocken haben. Arschlochviech. Ganz ehrlich, stirb. Denk nicht mal mehr daran, irgendwas zu tun. Eieiei. Hauen immer noch mächtig drauf, die Biester. Wir mittlerweile aber auch umso mehr. Bevor jetzt wieder irgendwas von hinten anfällt und zu Tode erschreckt. Also, vornehmlich mich. Werde ich es erstmal speichern und einen Heiltrank zu mir nehmen. Herrlich. So, und wo war jetzt dieses Mistviech, das mich das letzte Mal angegriffen hat? Wo war es? Wo? Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Oh, Rabenkraut. Schön. Ist das hier in dem Gang? Geht er noch weiter? Nein. Ich habe echt keine Ahnung, wo dieses Scheißviech sich das letzte Mal aufgehalten hat. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht wiederkommt. Ah, da ist das! Wo war das denn überhaupt? Warum hab ich das denn übersehen? Das bewacht den Ring hier ja quasi, den wir hier gefunden haben. Was für ein Scheißbiest bist du eigentlich? So, was haben wir denn hier für einen Ring? Flammenschutzring, Schutz vor Feuer 3, Mäßig gut, mäßig gut. Was wir hier haben, ist ein wunderschöner Abgrund. Ich würde schätzen, wenn man da runterfällt, stirbt man einfach. Aber ich bin nicht scharf drauf, es auszuprobieren. Diese Mine bietet genug Wege, die man einfach so mehr oder weniger einfach so gehen kann. Ah, und die haben es wieder. Erwache. Guten Morgen. Hat Deathline vielleicht noch was Neues über Minecrawler zu erzählen? Oh!
das dann? Das Viech dann hier? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Möge der Schläfer dich schützen. Ich höre nicht. Naja. War nicht. Aber war schön. Wo rennt der dann hin? Wie von der Blutfliege gestochen. Aber der springt mit dem Affenzahn hier hoch. Der auch? Hä? Was ist dann da los? Hab ich irgendwas verpasst? Seht schon, hier, es geht noch weit runter. Da haben wir eine kleine Schmelze. So sieht das aus, ein Schmelzkessel. Und hör auf, meine EP zu klauen, du Arsch. Weg mit der Waffe, ich dachte weg schon, damit. Du wolltest mir hier jetzt irgendwas klauen. Hier haben wir einen der Nebenschächte und nehmen wir. Und aha! Hier ist der Stampfer, von dem Ian erzählt hat. Und ich erinnere mich, dass ich hier ein kleines Problem gab, hier wieder hochzukommen. Deswegen speichere ich erstmal hier oben. Nur für den Fall, dass. Hier ist der Stampfer. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nicht doch... Da liegt doch schon ein Zahnrad. Ich sehe es doch schon von hier. Und das finde ich gerade echt extrem uncool von euch, Freunde. Ist das, wenn ihr solche Unfair-Methoden einsetzt, dann mache ich das auch. Geronimo! Na! So, Nummer 1. Hier ist der zweite. Ich war noch ein dritter hier unten, habe ich genau gesehen. Da bist du doch, du Arsch. Nimm dies. Ah. Minecrawler gehören ja tatsächlich mit zu meinen Lieblingsgegnern. Die gehen recht schnell kaputt. Bringen gute Erfahrung und können trotzdem, wenn man unachtsam ist, sehr, sehr gefährlich werden, weil doch gut draufhauen. Finde ich sehr angenehm. Und die haben nicht diese ätzende Eigenschaften, die Varane manchmal haben. Dass sie einfach zurückspringen und dann kann man draufhauen, wie man möchte, und sie gehen nicht kaputt. Das haben die nicht. Also, diese hier nicht. Es gibt noch andere Minecrawler-Arten, wo es durchaus der Fall sein kann. Wir haben gerade sehr, sehr beiläufig sogar das Zahnrad aufgesammelt. Das wir finden sollten hier. Stammt vom defekten Erzstampfer in einem der Nebenstollen. Warum die werten Herren, die hier seit Stunden ausharren mit einem kaputten Stampfer, nicht selbst auf die glorreiche Idee gekommen sind, vielleicht doch mal in den Nebenstollen nachzusehen, wo sie genau wissen, dass hier noch so ein Teil rumsteht, ist mir persönlich ein Rätsel. Oder warum sie, als dieses Teil kaputt gegangen ist, das nicht einfach auseinandergebaut und diese Ersatzteile mitgenommen haben. Muss ich, glaube ich, auch nicht verstehen. Ah, nein! Au. Wenn mir das nochmal passiert, trinke ich noch einen. Auf euer Wohl, Freunde. Yeah, das war gerade selten dumm. Das war ungefähr genauso dumm, wie einen kaputten Stampfer da einfach stehen zu lassen. Wenn der alte mal kaputt geht, hat man nichts zum Wechseln. Eieiei. Aber na, dafür gibt es ja jede Menge Pilze. Ist ja auch was Schönes. Pilze, Pilze, Pilze. Pilz, Pilz, Pilz. Dann schauen wir nochmal, was hier oben noch so Schönes gibt. Wenn es hier oben noch was gibt. Eieiei. Verlassene Stollen sind auf jeden Fall nicht bekannt für ein Übermaß an Stabilität. Und der arme Kerl, der hat sich auch... hat ja scheinbar lange gearbeitet, bevor er herausgefunden hat, dass der Stollen verlassen ist. Und bringt es überhaupt irgendwas, hier oben rumzulaufen? Ich glaube nicht. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Ich glaube, dann gehe ich mal an unseren Fleischvorrat. Ach du Scheiße.
Ich mag ja so Minen nicht und so, ne? Hab ich schon mal erzählt, da fällt man gerne mal irgendwo runter. Eieieiei. Das war gerade echt knapp. Ich habe mich das alles hier gerade schon mal nachspielen sehen, also. So. Ich glaube, bei den Leitern war es so, dass man einfach nicht hochkam. Ja. Ach, verdammt. Konnte man ja so hoch? Eieiei. Kritisch, kritisch. Das ist eine extrem bescheidene Situation. Ah, so. Gewusst wie. Sehr schön, dann haben wir doch jetzt sogar schon das Zahnrad gefunden. Das ist doch mal was ganz Schniekes. Möchte ich mal sagen. Und hier überall jede Menge Rabenkraut, was hier rumwächst. Ein Minengardist. Mit dem Minengardisten haben wir auch schon gesprochen. Jetzt haben wir, bevor wir uns da unten anschauen, was da Phase ist, geben wir doch erstmal das Zahnrad bei Ian ab. Das erscheint mir eine gute Idee zu sein. Hallo, Ian. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich suche immer noch das Nest der Crawler. Ich sagte doch, geh zu Askan. Er ist der Anführer der Gardisten. Du findest ihn irgendwo auf der untersten Ebene. Der ist doch immerhin schon mal... Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Immerhin schon mal ein bisschen mehr Information. Einfach geh zu Askan. Und der Ian scheint auf jeden Fall besser zu wissen als dieser Templer hier hinten. Der hier. Was die Lage des Mindcrawler-Nestes betrifft. Das ist denn der scheint zu wissen, dass irgendwo in diesen dunklen Schächten, was auch immer das sein mag, sich die Mindcrawler befinden. Das Mindcrawler-Nest befindet. Und das ist mit einem Tor verriegelt. Das kann ja heiter werden. Das kann echt heiter werden, Freunde. Und da werden wir auch noch eine Menge Spaß haben. Oh ja. Aber hier sind wir jetzt, glaube ich, auf der untersten Ebene. Sehen ja eine riesige Schmelze, einen großen Blasebalg und eigentlich drehen etwas, was auch immer es macht. Ein Orksklave. Ein versklavter Ork. Natürlich auch sehr interessant. Kann ich mit dir reden? Nein, scheinbar kann ich den Ork nicht ansprechen. Vielleicht findet sich ja hier irgendwo jemand, mit dem ich noch reden könnte. Hey, ja, der Bulli hat aber auch einiges abbekommen. Hier haben wir... Nein, keinen Erzhaufen. Der haben wir auch. Aber hier haben wir Garb. Reden wir mal mit ihm. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Dass so die feine Art ist, mit einem Lebewesen umzugehen? Ich weiß ja nicht. Aber naja. Jetzt sind wir jedenfalls hier ganz unten in der Mine. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns weiter um. In diesen Gängen versuchen mal, vielleicht kommen wir schon ins Nest der Mindcrawler in die dunklen Gänge.
Das wird sich alles zeigen beim nächsten Mal. Und ich hoffe, da sehen wir uns auch wieder. Und bis dahin, auf bald, euer Exedo.